Okay. Schienenersatzverkehr. Der scheiß Schienenersatzverkehr. Können Sie sich bald doch an Mutgang hier mit Ihrem wirklich Schienenersatz. Mann, es war verdammt nochmal. Eine Idee, wie man es machen könnte. Vielleicht steigen wir ja einfach in einen anderen Zug ein. Wir machen. Wir wollen doch nur zum Bonbonladen, da können wir das ja überall. Auf den nächsten Baden habe ich jetzt keinen Bock. Mhm. Mann, das ist nicht witzig. Wir müssen uns einen Plan ausdenken. Wo wollen wir eigentlich hin? Ihr seid doch alle verrückt. Und was soll ich jetzt machen? Ich habe Hunger. Vielleicht in den nächsten Zug einsteigen, der in die Richtung hat. Ich will aber hier nicht rein. Doch, ich will zu meiner Oma, aber das ist doch halt nicht so. Tschüss.
läuft. Hey, hier ist was richtig cool. Scheiße, schön. Na, Lilo. Okay, bitte. Oh, jetzt sagt alle,
8. Mai, Bachmuseum. Und dann. Der Tag heute war richtig toll. Wir haben ein Minuett gemacht. Der Tag war toll. Wir haben uns verkleidet und haben eben getanzt. Nele war ein Mann. Und ja, wir haben toll getanzt und es hat Spaß gemacht. Wir haben uns verkleidet. Du hast einen Takt. Wir haben uns verkleidet. Ich habe den Takt gegeben. Wir haben mit allen möglichen Instrumenten etwas gemacht. Weißt du noch, was das für welche waren? Wie die hießen? Trommel? Klangrohr? Klanghölzer? Sonst fällt mir nichts mehr ein. Was? Wir tauchen jetzt ein in die Klangwelt des Parks. Ich suche jetzt Geräusche. Ich hab zu fühlen. Hallo? Hi! Ich habe euch gefunden. Jo. Wieso habt ihr keine Geräusche gemacht? Haben wir. Ja. Hallo? Ja. Klatscht? Ja. Gut. Hallo? Klatschen.
Die ersten habe ich gefunden. Jetzt suche ich die anderen. Ja, ich habe jetzt diese Seiten. Was machen Sie hier? Zeichnen im Park. Und was zeichnen Sie? Den Park. Okay. Und warum? Und warum? Weil wir Spaß am Zeichnen haben. Okay, danke für Ihr Interview. Zehn Äpfel und auch Gurke. Oh. Ich male gerade einen Baum, der neben dem Teich steht, und auf der anderen Seite ist eine Brücke, wo Menschen draufstehen, und dann male ich noch den Himmel dazu. Du bist? Und ich bin Carlotta. Wiesenberger, und auf mein Bild, ich weiß nicht richtig, was es sein soll, ein Span oder eine Ente, also eines von beiden. Ich tippe eher auf Ente wegen den Flügeln. Da können wir doch gleich bei dir weitermachen. Ich hatte eine Brücke mit Schwan gezeichnet, einen Schwan, dann einen Baum mit Bank und Laterne und dann noch einen Schwan, der seine Flügel spreizt. Und jetzt weiß ich noch nicht, was ich male. Sag mal den Schwan, der dich... Nebenan, dein Nachbar, fängt gerade ein neues Bild an. Ich habe schon einen Schwan gemalt und einen Teich mit Bäumen, und jetzt versuche ich, eine Brücke zu malen.